Das Reifenlabel erinnert an die Label, die seit Jahren den Energieverbrauch von technischen Geräten wie Waschmaschinen oder Kühlschränken angeben. Ein Reifen ist jedoch wesentlich komplexer als eine Waschmaschine. Zudem widersprechen sich wesentliche Reifeneigenschaften, wie zum Beispiel das Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn und die Kraftstoffeffizienz. Kraftstoffsparende Reifen bremsen auf nasser Fahrbahn daher oft weniger gut als Reifen mit einem höheren Kraftstoffverbrauch. Grund hierfür ist die Physik. Reifen mit einem geringen Kraftstoffverbrauch benötigen einen geringen Rollwiderstand. Hierfür ist eine harte Laufflächenmischung notwendig. Diese Laufflächenmischung reduziert den Energieverbrauch, verbindet sich jedoch weniger gut mit der nassen Fahrbahn. Die beiden auf dem Reifenlabel angegebenen Eigenschaften, Bremsweg auf Nässe und Kraftstoffeffizienz, können damit nicht unabhängig voneinander verändert werden und gleichzeitig Bestwerte erreichen.